Lieber sterben, mal gucken, was heute der Kaffeesatz über dich sagt. Also ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten sorgt dafür, dass halt viele Menschen in deiner Gegenwart sich wohlfühlen. Du wirst diesen Monat sehr, bist sehr also wirkst sehr anpassungsfähig und redegewandt. Bist vielseitig interessiert. Wenn du es halt ein bisschen übertreibst, kann es dann halt ein bisschen in Oberflächlichkeit ausarten. Du wirst eher zu dem Aushängeschild eines intelligenten Menschen. Allerdings, und halt auch sehr kulturbewusst, ne? Allerdings reagierst du diesen Monat so ein bisschen eher gefühlsbetont, also bist eher vom Bauch gesteuert. Du hast einen individuellen Lebensstil. Also im Innersten bist du halt schon ein Individuum, der halt auf seine persönliche Freiheit sehr großen Wert legt. Deswegen bist du halt auch sehr unternehmungslustig, ja, voller Ausdauer und engagiert. Was sehen wir hier? Genau, und dein Engagement und die harte Arbeit werden sich in diesem Monat besonders auszahlen. Du bist halt reich an Ideen. Dein Denken ist eher so in die Zukunft gerichtet und trotzdem konzentrierst du dich auf die jetzige Situation. Du hast eine klare Vorstellung von dem, was du haben möchtest oder was du werden willst. Allerdings, so dein energetisches Auftreten kann dafür halt sorgen, dass du halt Leute in deiner Umgebung ein bisschen abschreckst. Das war's. Bis zum nächsten Mal.